die Mecklenburger Stiere. Stierisch stark für Schwerin. Die Wohnungsgenossenschaft Schwerin-Lankow unterstützt Spitzenhandball in der Landeshauptstadt. WG Lankow. Alles da, alles nah. Jan Piske ist Potsdamer durch und durch. Seit 2002 trägt er das Trikot des VfL. Mit einer Unterbrechung. 2012 ging er für ein Jahr von Potsdam weg nach Schwerin. In diesem Jahr musste Post Schwerin Insolvenz anmelden. Für Jan Piske ging es über einen Umweg wieder zurück in die Heimat. Nun kehrte er zurück nach Schwerin und wollte mit seinen Potsdamern den Aufwärtstrend der letzten Wochen bestätigen. Die Mecklenburger Stiere mussten nicht nur die heftige Heimniederlage gegen Hamburg verdauen, sondern auch noch den Ausfall von Johannes Brotmann und Bevan Calvert. Potsdam mit der schnellen 2-Tore-Führung, aber die Schweriner hatten Wiedergutmachung angekündigt. Und nach 9 Minuten sah es ganz gut aus. Aus 0:2 wurde ein 5:3. Die Stiere gingen mit ordentlich Feuer in die Partie. Doch irgendwie wurde dieses Feuer schnell gelöscht. In der Folgezeit viel zu einfache Tore für die Gäste. Spätestens ab der 15. Spielminute war der Zugriff auf das Spiel weg. Die Potsdamer spielten schnell und schnörkellos. Die Gastgeber gaben in dieser Phase des Spiels bestenfalls nette Trainingspartner ab. Ich glaube, die erste Halbzeit, was wir in der Deckung dort gespielt haben, das war hat mit Männerhandball oder mit Männerabwehr wenig zu tun gehabt. Wir haben Potsdam regelrecht eingeladen zum Tore werfen, haben es ihnen relativ leicht gemacht. Hinzu kamen auch noch Fehler in der Vorwärtsbewegung. Symptomatisch eine Szene aus der 26. Minute. Doppelpfosten statt Tor. Ganz raus aus den Köpfen war das Hamburg-Desaster möglicherweise noch nicht. Ja, das war natürlich auch ein bisschen Unsicherheit. Keiner wusste heute so richtig am Anfang, wohin. Keiner wollte Fehler machen. Da passieren dann erst recht Fehler. Mit 5 Toren Rückstand ging es in die Halbzeitpause. Und in der hat Trainer Dirk Schimmler eigentlich nur 3 Worte angesprochen. Herz, Kampf und Kopf. So, und das haben die Jungs beherzigt. Einmal einen Anschluss geben, einmal klar machen, worum es geht, besonders in der Abwehr, dass man da kämpfen muss, Leidenschaft zeigen muss. Und Leidenschaft brachten die Stiere in der 2. Halbzeit ordentlich auf die Platte. Mit völlig neuer Körpersprache wurden jetzt die Gäste zu Fehlern gezwungen. Auffällig in der Anfangsphase des 2. Durchgangs vor allem Marco Čurčić. 3 Treffer am Stück brachten die Stiere wieder in Schlagdistanz. Ganze 8 Minuten dauerte es, bis die Gastgeber gegen in dieser Phase stark verunsicherte Potsdamer ausgeglichen hatten. Die Halle stand Kopf, als Magnus Aust überlegt zur Führung traf. Der Rechtsaußen steuerte insgesamt 6 Treffer zum Spiel bei. Tolles Publikum heute, wir haben Rücken gehabt, trotz der Niederlage letztes Wochenende. Vielen Dank dafür und ja, ich hoffe, wir konnten alle so ein bisschen entschädigen in der 2. Halbzeit. Die eigentliche Ursache dafür, dass es vorne plötzlich lief, lag aber weiter hinten. Torwart Janis Kominek schaffte es im Verbund mit seiner Abwehr in den ersten 21 Minuten der 2. Halbzeit genau 2 Tore zu fangen. Und wir reden hier immer noch von Handball. Gegensätzlicher als in Hälfte 1 und 2 hätten die Bilder der Abwehrarbeit nicht sein können. Also das ist Wechselspiel, wenn wir in der Abwehr Zugriff kriegen, dann hält auch Janis seine Bälle, waren klare Absprachen, wo er in welche Ecke gehen soll. Und das hat in der 2. Halbzeit super funktioniert. Nachdem das Momentum einmal zugunsten der Stiere gewechselt hatte, blieb es auch dort. Dichter als 3 Tore kamen die Gäste im Anschluss nicht mehr heran. Den letzten Treffer besorgte Theo Evangelides, Endstand 26:22. Da haben sich die Mecklenburger Stiere, analog zu einer berühmten Romanfigur, selbst am Schopf aus dem Sumpf gezogen. Auf solche Heimspiele müssen die Zuschauer in diesem Jahr erst einmal verzichten. Der Spielplan schickt die Stiere jetzt auf Reisen. Das erste Spiel in der Sport- und Kongresshalle im neuen Jahr hat es dann in sich. Derbyzeit gegen den HC Empor Rostock am 7. Januar. Die Mecklenburger Stiere. Stierisch stark für Schwerin. Die Wohnungsgenossenschaft Schwerin-Lankow unterstützt Spitzenhandball in der Landeshauptstadt. WG Lankow. Alles da, alles nah.